Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen. Eine neue Runde LS17 Nordfriesische Marschmap. Ja, natürlich weiterhin 1.9 Vierer-Version. Auch wenn ich natürlich gestern schon einiges zur 1.9 zur Version 2.0 so rum 2.0 erzählt habe, dauert es natürlich nach wie vor noch einige Tage, bis ich euch da das erste Bildmaterial zu liefere. Aber einfach noch ein bisschen Geduld, das wird schon. Ansonsten sage ich schon mal, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wie ihr kommentiert habt, danke dafür. Ich weiß ja, einige sind immer so fleißig und haben bestimmt einen Kommentar dazu gelassen. Direkt darauf eingehen werde ich dann aber erst in der Freitagsfolge. So der Plan. Na, dann weiß ich, was ihr so erzählt habt, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet, und dann kann ich da nochmal direkt drauf eingehen, denn das ist die vierte Folge in der heutigen Aufnahmesession. Oh, da habe ich vorhin vergessen. Dementsprechend kann ich natürlich dann wieder nicht tagesaktuell auf euch eingehen, aber ihr wisst es. Zeitversetzt gehe ich in der Regel immer auf die ganzen Kommentare ein. So gut wie zumindest. Nicht jedes, aber fast alle. So, irgendwo lagen hier auch noch, ne? Genau, das passt. Habe ich richtig gezählt. Obwohl ich die ganze Zeit erzählt habe, habe ich richtig gezählt. Oh nein. Also das ist nochmal eine Ladung für die Mischbruderfabrik. Wir haben ja gestern nicht das geschafft, was ich vorgestern eigentlich für gestern angekündigt habe. Also machen wir heute damit weiter. Wir wollen jetzt gleich den MB-Truck endlich mit einem schönen Kurs versehen, mit Kraftfutter für unsere Milchkühe, die auch bald großes Geld bringen, ne? Gleich ist es 9 Uhr. So, auf geht's. Ab zur Milchfutterfabrik. Noch eine Ladung Gras und ein bisschen Silage. Können wir beides da brauchen. Komposthaine hier, ich weiß gar nicht genau. Den nochmal wieder losschicken. Den Düngerstreuer müssen wir zurück zum Hof bringen. Sieht recht voll aus, ne? Die Kürbisfabrik, Kürbisfabrikation, was auch immer, die braucht auch noch mal ein bisschen Leerpaletten. Generell brauchten einige Produktionen Leerpaletten, dazu gehört auch die Brauerei. Wäre schön, wenn wir das mal hinkriegen würden, damit wir da ein paar Paletten haben. Denn wie gestern angekündigt, werde ich irgendwann bald in den Tests übergehen, zumindest die ersten Tests. Das Palettenzentrallager ist dann noch nicht fertig, das ist schon mal Fakt. Aber die ersten Sorten kann man vielleicht schon mal testen, ob das alles so läuft, wie soll. Und dafür wäre es natürlich praktisch, wenn ich auch dann so ein paar Paletten hier auf Lager habe. Also irgendwo rumstehen, ne? Nicht im Lager drin, das macht keinen Sinn. Nochmal erwähnt, falls ihr nicht beim letzten Mal bis zum Ende zugehört habt. Map-Version 2.0. Zentrallager wird neu aufgebaut werden. Also das Palettenzentrallager in der aktuellen Form wird dann Geschichte sein. Also lagert dort nichts mehr ein. Wenn ihr was drin habt, lagert es am besten aus, verkauft es oder lagert es irgendwo anders auf der Karte zwischen. Oder bleibt auf der 1.9. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. So wie ihr es wünscht. So. Da erstmal den Vorrang. Ein bisschen hoch. Und ein bisschen rüber. Und abladen. Und den zweiten gleiches Spiel. Achso, müssen wir aber erst natürlich wieder nach hinten wechseln. Ups. Ach. Oh nein, falsche Seite. Das wollte ich so auch nicht. So. So. Habe ich nämlich nicht mehr gesehen, wo er hinten verschwunden ist. So ungefähr. Ach. Naja, okay, fast. Leider sind so ein paar Beine jetzt daneben gegangen. Wir könnten aber... das schnell mit der Hand einfach machen. Was haben wir jetzt hier an Gras? Immerhin 272.000. Und hier haben wir an Silage 465.000. Schon mal nett. Über F1 sehen wir auch im Prozentual, ist es schon 77%.
Also wir würden noch mehr reinkriegen, gerade die Hälfte gefüllt knapp. Also 600.000 passt halt hier die Sorte mittlerweile rein. Ist ja immer mal vergrößert worden. Aber, oh ne, da steht dann im Weg. Oder ne, na doch, steht vielleicht ein bisschen im Weg. Ich fahre ihn erstmal zur Seite. Wir wollen jetzt einen neuen Kurspair aufnehmen, damit wir es endlich haben und die Tiere auch versorgt werden über die Nacht. Mit unserem MB-Truck hier vorne. Da steht jetzt ja schon, ja, stand da, gestern steht er schon die ganze Zeit rum. Und heute wollen wir jetzt endlich hier einen Kurs aufnehmen. Also, Kursaufzeichnung und Beginn. Motor anschmeißen. Licht anmachen. Das muss auch mal wieder ein Kurs werden, den wir dann speichern, ne? Sonst nix. Minus 1300 Lohnzahlung. Wir haben natürlich noch zwei Kursbeihelfer aktuell drin, die uns aktuell gar überhaupt nichts bringen. Aber die anderen natürlich ja, ne? Wir haben auch den einen Kursplay der Med und den anderen Follow Me. Ah ne, der followt gar nicht. Wir haben nur den Kursbeihelfer eigentlich. So, den satten Sound vom MB-Truck genießen und jetzt kommt er uns wahrscheinlich dann auch häufiger hier auf der Karte entgegen. Weil wir den, wenn wir den jetzt hier immer im Einsatz haben zum Kraftfutter ranschaufeln. Ein bisschen was brauchen wir davon. Ein bisschen ist noch über untertrieben, ne? Hier könnten wir auch noch ein bisschen Gras auslagern. Das ist das blöde Stroh noch, ja. Jetzt könnte ich gut mal in den Stall reinkippen. Das Einzige, was hier ein bisschen freaky wird hier Lilly sein, ne? Lilly. Der wird nämlich ab und an mal hier uns in die Quere kommen. Ja, wir tun 18.000 rein. Das merken die Kühe nicht mal. Ja, fahren wir hinten durch? Ich denke schon. Lassen wir den hier auch über den Hof fahren, weil es die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass wir den häufiger begegnen. Ja, das Sound alleine, ne? Das schockt immer. Heide zurückkommen und dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Fütterungskurs, der wirklich auch mal laufend funktioniert und nicht immer, also wir hatten ja einen, aber der funktionierte nicht laufend. Den haben wir noch eingefahren, bevor die Halle verschwunden ist hier. So, hier werden wir mal kurz ausschwenken. Zeitig rumfahren, wenn wir gerade davor kommen. So. Laden am Startpunkt mit Kraftfutter. Mischration. Speichern unter Kraftfutter. Milchstall. Passt schon, oder? Abfahrer einstellen. Müsste gehen, oder? Autofill ist ja drin. Letztendlich hätten wir den Kurs dann auch dafür. Wir können mal abchecken, was die Kühe aktuell haben. Das ist noch nicht viel. Hier.
219.000. Da passen aber 400.000 oder so rein, ne? Also die haben unser... Der kann jetzt erstmal ordentlich fahren hier, der MB. So, der Düngerstreuer. Sollen wir den schon mal vorsorgehalber auf 44 fahren? Nur schon mal so nach dem Motto als dezenten Hinweis. Macht aber keinen Sinn, weil wir erst zum Hof zurück müssen und auffüllen. Na gut. Ist dann so. Wir haben noch kein Feld hier von der Insel, ne? Ist auch traurig, dass wir das noch nicht geschafft haben. Also wenn wir zumindest von der oberen Insel schon mal ein Feld uns gönnen, wäre das doch schon mal ein erster Schritt Richtung Inselwirtschaft. Ja, genau, hier ein bisschen in der Gegend rumstreuen wollte ich jetzt nicht zwingend. Ist nicht unser Feld. Ich wollte eigentlich auch nur das Ganze hier, das Arbeitslicht ausmachen. Machen wir mal eine Innensicht über Führungsfahrt, ne? Ist heute nicht das zweite Deutschlandspiel oder ist es gestern gewesen? Ich habe gerade keine Peilung. Ich bin ja immer noch in der Sonntagabendaufnahmesession, sprich heute, ja, aus meiner Sicht, aus meiner aufnahmentechnischen Sicht, war heute immer noch das traurige Deutschland-Mexiko-Spiel, das hoffentlich mittlerweile alle vergessen haben, oder weil die Deutschen das zweite Spiel auch genauso schlecht abschneiden. Okay, dann ist es auch sicher. Also, ne, klar, wenn das zweite Spiel auch so vermasselt wird wie das erste, ist man raus. Mit nur einem Sieg kommt man in der Regel nicht weiter. Wird nur gehen, wenn die anderen immer unentschieden spielen für den Rest. Ne? Verlieren unentschieden. Den könnte man, glaube ich, mit ganz viel Glück, aber ich weiß es gar nicht. Geht das rechnerisch? Keine Ahnung. Ist auch egal. Sie müssen sich auf jeden Fall steigern. So. Das bleibt mal festzuhalten. So, wenn man hier nicht so schnell rüberfährt, Leute, dann fliegt man auch nicht. Man fährt ja trotzdem schon 30 km/h oder so. Nicht so schlimm. Kleine Feldchen. Gehört aber nicht uns. Die Pappen müssten auch fertig sein, fällt mir gerade mal ein. Da müssen wir jetzt nochmal das Nachgewende machen. Vielleicht ist das so die letzte Aufgabe, die wir heute jetzt machen, schnell. Mann, 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 wann kommen wir bloß dazu, alle Felder wieder neu zu bestücken? Weiß noch nicht. Ja, da können wir aber den noch gleich an hier werfen, oder? Doch, genau so möchte ich das. Das passt schon. Dann machen wir mit dem jetzt nochmal schnell das Nachgewende hier. Oder hat er ein paar Beine mitgenommen, war vom Schweinestall, hat er sich Beine geklaut. Der hat auch so gut wie, haben wir den Verbrauch ausgeschaltet. Muss ja fast, ne? Es kann auch sein, dass wir es teilweise aus hatten. Mal gucken auf der anderen Seite auch. Kann aber sein, dass es da besser funktioniert hat, weil da eigentlich die Straße ist. So, Düngerzeug ist genau direkt eingearbeitet. Unser erstes Pappelfeld. Direkt am Hof, damit wir das Häckseln näher nicht so schwer. Vielleicht hätten wir es aber auch irgendwo anders machen können, wo wir näher an, was weiß ich, in einer Pelletsfabrik zum Beispiel sind, weil Hackschnitzel ist auch gut für Pellets oder natürlich für die Zeltstofffabrik. Weil hier ist, lohnt es eigentlich nicht, ne? Ich fahre trotzdem vor. Nur für die letzten kleinen Ecken hier, damit das alles, was vor an Frucht war, weg ist. Die Düngersteuer ist immer genau auf der anderen Seite.
Aber das wäre nachher auch gut, ne? Ein Feld, wir haben ja viele Felder. Jeder kriegt so eine kleine Sämaschine, einen Traktor, ein Cosplay und ab dafür. Aber wie gesagt, vorher werden wir auf jeden Fall noch Sojabohnen und das andere Feld da ernten wollen. Deswegen weiß ich nicht, soll ich die schon zurückstellen hier oder brauchen wir die eh demnächst? Und wo, wenn? Dann daneben, ne? Von der haben wir auch scheinbar gar keine, ne? Haben wir die anderen verkauft oder? Oh, guck mal, da ist er doch. Deswegen, das ist doch ganz cool, dass der jetzt hier mal unterwegs ist, ne? Rast hier rum. Das ist doch nice. Was aber nicht so nice ist, glaube ich, unser Sammelwagen. Der kommt ja überhaupt gar nicht mehr daher hier. Wie viel ist noch? Ach, guck mal, der muss noch fast 10-mal fahren, der NB-Truck, bevor er leer ist. Und bis dahin hat er schon wieder ein bisschen produziert. Und ja, schön ist vielleicht in der nächsten Aufnahmesession, ich muss gucken, dass wir über Nacht die Zeit zumindest auch mal 5 oder so laufen lassen. Damit es nicht für euch nicht zu lange dunkel ist. Und dann haben wir auch wieder überall Leerpaletten genug, die können wir dann verteilen und so weiter und so fort. Die Silageballen können wir uns, muss man nochmal vorne gucken, dass wir den wieder auf Rundballen umstellen, auf die 1,50er, haben wir schon, okay. Okay. Ja, müssen wir rundherum fahren, Silageballen sammeln. Sollen wir noch eine Ladung voll machen heute? Da liegt doch noch ein Strohballen rum. Können wir mal einen Komposter reinwerfen? Ja, komm vorbei. Oh ja, was ist hier denn los? Ach so, der fährt jetzt auf und ab. Das Vorgewende ist vorbei, ja. Schön. Schön, schön. Der Helfer D wird durch ein Objekt blockiert. Das kann nur der Düngersteuer sein, oder was? Ja, dann ist das Auto weitergefahren. Warum lädt der hintere Trailer noch nicht auf? Hat er noch nichts abgekriegt oder ist er noch nicht autoloadmäßig an? Sehen wir jetzt. Ja, das ist das Problem. So ist besser. Klappt auch mit den Silageballen. Eine Ladung bringen wir noch dann schnell weg. Das bringt noch einmal einen kleinen Geldnachschub. Ist ja direkt hier vorne bei BGA Nord an den Mann zu bringen. Schön hier mit den ganzen Lichtern auf den Beinen. Ja, Disco Light, wa? Disco Light. So. Das war's. Wieso habe ich hier eigentlich noch keine Durchfahrt? Ich weiß es gar nicht. Weil man auch rundherum fahren kann vielleicht, ne? Was jetzt auch kein Riesenweg ist. So, das wären nochmal 122.000. Somit haben wir jetzt 5,347 Millionen. Ich bin mir so gut wie sicher, dass wir in der nächsten Aufnahmesession das Geld zusammenkriegen werden für Feld 44. Sollte machbar sein, ne? Ich bin da ganz guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Wir müssen ja dann, das hier muss einfach weiterlaufen die ganze Zeit. Dann haben wir nämlich alleine damit schon Großteil des Geldes.
die wir brauchen. Zwei Ladungen so ungefähr ballen, kriegen wir in so eine Aufnahmesession zusammen. Und das sind ja knapp immer 200.000 plus x. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, unterstütze mich immer gerne mit einem Like. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.